Da! Bin ich da schon wieder reingekommen. Entschuldige, dass du damit reingezogen wirst, aber meine Mutter schien sich wirklich sehr zu freuen. Das stimmt mich froh. Wollen wir zusammen zum Anwesen? Also, nicht, dass wir eine Eskorte benötigen. Ja, nein, ihr natürlich nicht. Nein. Ja. Bringen wir es hinter uns. Nur zur Vorwarnung, mein Zimmer ist tabu. Dein Zimmer, das war doch schon immer ganz sauber und ordentlich. Darum geht es nicht. Ich habe schon als Kind dort gelebt und es gibt einfach Dinge, die mir ein bisschen peinlich sind. Ach komm, gehen wir. Unser Anwesen ist gleich die Treppe dort hinunter. Als wenn ich in ihr Zimmer gucke. Achso, ich muss da runter. Wahrscheinlich gerate ich trotzdem aus Versehen in ihr Zimmer, aber... freiwillig ist das nicht. So, warte mal. Ist die Person nicht schon online? Die kommt doch heute nicht mehr online. Eigentlich warte ich auf jemanden, aber die Person will heute, glaube ich, nicht. Ich kann die nachvollziehen. Bin ich mich da schon harmonisiert? Scheinbar nicht, ne? War ich hier nicht vorhin schon? Ja. Ah, jetzt haben wir alle. Ach, du grüne Neune, wie viele da schon wieder stehen? Nein, danke. Auf euch drei habe ich schon gewartet. Bitte tretet ein. Okay, irgendwie ist das cool. Willkommen zu Hause. Das hat irgendwie hat das echt was. Das ist euer Anwesen. Jetzt übertreibst du aber. Ja klar, lebt meine Familie hier. Aber es ist letztendlich auch nur ein Haus. Fourchonneau darf nicht erfahren, dass seine Kinder heute zu Besuch waren. Habt ihr verstanden? Keine unbedachten Plaudereien, bitte. Und sorg doch bitte dafür, dass sie ihre kleine Aufmerksamkeit erhalten, ehe mein Gatte zurückkehrt. Wie ihr wünscht. Junger Herr, junge Dame, wenn ihr mir nach oben folgen würdet... Wir sind gleich wieder zurück. Die Kinder haben uns hin und wieder einen Brief geschrieben, um uns mitzuteilen, wie es ihnen auf ihren Reisen so ergangen ist. Wobei ich mir natürlich keine Illusionen mache. Die besonders brisanten Episoden haben sie uns sicherlich vorenthalten. Wahrscheinlich, ja. Anfangs habe ich mir schon große Sorgen gemacht. Ich konnte nicht viel tun, außer ab und an dem Bund ein paar Gilts übersenden, um für Kost und Logis aufzukommen. Aber offenbar waren meine Sorgen unbegründet. Man merkt aus den Briefen, wie sehr die beiden aufleben und wie begeistert sie sind. Ich habe den Eindruck,
dass sie all die Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen machen, ehrlich wertschätzen. Die guten wie die schlechten. Besonders dich erwähnen sie immer wieder. Du musst für die beiden sehr wichtig sein. Tatsächlich kann ich mich an keinen einzigen Brief erinnern, in dem dein Name nicht mindestens einmal genannt wurde. Ja. Bitte habe auch weiterhin ein Wookie. Wachsames Auge. Okay, bis gleich, Harold. Danke. Also, warten wir auf die beiden. Es tut mir leid, dass ich dir keine Tasse Tee anbieten kann. Nö, Piet mir Prüfer. Vielleicht kannst du mir ja die Zeit mit ein paar Geschichten von euren gemeinsamen Erlebnissen vertreiben. Oh, das wollen sie nicht wissen. Da ist so viel passiert in der Zeit. Ich krieg gar nicht mehr alles zusammen. Ohne Scheiß, ich habe tatsächlich Gedächtnislücken, ne? Besterweise gar nicht mehr, was in Heaven's Ward bzw. Stormblood geschehen ist. So große Dinge, ja, aber so kleine Sachen weiß ich tatsächlich nicht mehr. Wären wir wieder. Ich hatte mich ja gefragt, welche Überraschung uns oben erwarten würde. Sie und ihre hochhackigen Schuhe. Aber Mutter, das? Es steht dir ausgezeichnet. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe nur, dass frisch ist, mein Essen nicht vergisst. Und wie? Es ist fantastisch. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir nicht schon wieder die exakt gleiche Kleidung tragen müssen, oder? Aber natürlich nicht. Du und Alfino seid doch schließlich schon erwachsen. Wobei ihr als Kinder in der gleichen Tracht unglaublich verzückend aussaht. Aber du hast recht. Inzwischen wäre das wohl zu viel des Guten. Da, sie selbst. Danke, Mutter. Es passt alles wie angegossen. Ich stelle mir jetzt wieder die Frage, wo bleiben meine Klamotten? Die kriege ich wahrscheinlich wieder am Ende des Addons, ne? Schön, dass okay, ich eigentlich mal leer aus. Zu dem Kostüm gehört übrigens noch etwas. Wenn ihr kurz entschuldigen würdet. Ich verstehe. Die geht aber alle Klassen durch. Ja, es sind Nuliten, die Arbeitswerkzeuge eines Weisen. Diese gehörten deinem Vater. Als junger Student, bevor er seinen Schreibtisch geheiratet hat, war er oft auf Expedition. Mit den Nuliten hat er so manchen Unhold vertrieben und sich selbst und seine Begleiter geheilt. Es ist ein elegantes Werkzeug, das mehr kann, als nur Feinde auf Distanz zu halten. Gerade jetzt, wo ihr mit eurem Vater auf Kriegsfuß steht, ist das doch ein guter Zeitpunkt, es aus den staubigen Fängen des Dachbodens zu befreien. Und dann noch ein letztes Geschenk. Ein Juwel. Typisch Leveilleur, oder? Er ist nicht leicht zu meistern. Aber ich bin mir sicher, dass du inzwischen erfahren genug bist, um sein Wissen im Handumdrehen zu verinnerlichen. Möge euch die darin enthaltene Weisheit Schutz gewähren. Und vielleicht hilft es, den Graben zwischen euch und eurem Vater zu überwinden, damit ihr bald wieder unbekümmert nach Hause zurückkehren könnt. Ja, bestimmt. Gut, dann bleiben mir zum Abschied nur noch ein paar Worte des mütterlichen Rates. Forschano war schon immer sehr ernst und gewissenhaft.
aber er hat sich der Arbeit als Ratsmitglied erst komplett verschrieben, nachdem ihr beide geboren wart. Ich weiß auch nicht, was im Rat der Philosophen vor sich geht, aber ich glaube nicht, dass das Zufall war. Nicht bei eurem Vater. Und noch eine Sache. Glaubt nicht, dass ihr ihn jemals allein mit großen Reden überzeugen könnt. Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Handelt erst, bevor ihr mit ihm diskutiert. Dann erübrigen sich so manche Debatten. Ach, Mutter. Danke für alles. Du bist die Beste. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder. Und bleib gesund. Gute Reise, ihr beiden. Dass ihr mir wohlbehalten zurückkommt. Wie groß diese Frau einfach mal im Vergleich zu ihren Kindern ist. Wachsen die beiden noch? Die sind ja schon echt mini. Ui. Ui. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hoffe, Mutter hat dich nicht mit Fragen gelöchert. Es war zwar nur ein sehr kurzer Besuch, aber trotzdem erfrischend. Ganz zu schweigen von der fantastischen neuen Ausrüstung, die ich geschenkt bekommen habe. Aber lass uns jetzt zum Annex zurückkehren. Wir haben schließlich noch eine Welt zu retten. Ach, da drüben nur so. Dahin. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt hier die Karte. Ach ja. Was bin ich alles gewöhnt, Boss? Ist das voll? Und ja, noch voller als vorhin, wo ich hier war. Oh Gott, oh Gott. Hilo! Hoi! Willkommen zurück. Man sieht den Zwilling direkt an, dass der kurze Besuch zu Hause ein voller Erfolg war. Ich für meinen Teil werde alles tun, damit die beiden bald schon wieder unbeschwert in ihr Elternhaus zurückkehren können. Was mich zum Rat der Philosophen und ihrer mysteriösen Aufgabe bringt. Und der ebenso mysteriösen Blume, die die Heidelin überreicht hat. Dann sind da noch die Erkenntnisse, die du gemeinsam mit Tancred, Uriangé und Justinien in Rasatan gewonnen hast. Zeit, unser Wissen zusammen und die nächsten Schritte zu planen. Oh, wir sind bei Stufe 81 angekommen. Damit werden alle wieder beisammen. Wie ich hörte, haben wir auch die Ergebnisse aus Tavernier. Damit können wir nun austauschen, was wir bisher gelernt haben. Ich weiß ja nicht, aber so langsam hoffe ich auch tatsächlich auf die erste Uni. Ja, ist leer. Faszinierend, dass Tavernier ein derartiges Geheimnis hütet. Wenn das so ist, sollte unsere oberste Priorität Ritras Bitte und damit der Turm von Sott werden. Warum habe ich da so das Gefühl, dass die erste Ini kurz bevorsteht? Mir lassen die Motive des Rates zwar keine Ruhe, aber ich denke, dass es hier vorerst nichts mehr aufzudecken gibt. Wenn wir uns noch einmal umlauteren... Ich könnte mir vorstellen, dass der Turm die Ini wird. Sie uns höchstwahrscheinlich des Landes. Matoya kann uns sicherlich mit unseren Fragen zum Sternengrund helfen, während wir uns auf nach Tavernier machen. Tavernier. Ich muss mir unbedingt... Hat es denn überhaupt Sinn, eine Expedition in den Turm durchzuführen? Warum nicht? Anwalds und Fordolas Erkenntnisse schienen mir ziemlich eindeutig. Den Gefangenen Amal-Jar konnte nicht geholfen werden und ihr Eindringen wurde mit der erzwungenen Beschwörung Luna Ifritz beantwortet. Mhm. Ist die Existenz eines solchen Abwehrmechanismus nicht genau der Schlüssel? Jeder Versuch, die Gefangenen zu befreien, würde ihren Tod bedeuten. Damit ist jeder direkte Eingriff zum Scheitern verurteilt.
Warum also sollte man ein Abwehrsystem benötigen, um dies zu verhindern? Oder anders ausgedrückt, es muss einen Weg geben, die Gefangenen unbeschadet aus dem Turm zu bergen. Und die Vorrichtung dient nur dazu, Eindringlinge abzuschrecken. Diese Türme sind alle an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit aufgetaucht. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sie magischer Natur sind. Was wiederum bedeutet, dass sie an eine Art Katalysator oder Ritual gekoppelt sind. Einen Kern sozusagen, der sich im Inneren eines jeden Turms befindet und ihn aufrechterhält. WB-Mappa! Gelingt uns die Zerstörung dieses Kerns, sollte mit ihm der ganze Turm verschwinden und jegliche Gefangene somit freigeben. Ganz genau. Es ist nur eine Theorie, aber immer noch besser, als uns komplett ziellos in eine neue Expedition zu werfen. Meint ihr nicht? Wenn Ishtola recht behalten sollte, werden wir uns auf einen Kampf gefasst machen müssen. Bis zum Kern kommen wir ja ganz sicher nicht, ohne diesen Schutzmechanismus auszulösen. Hm. Taucht ein Primai auf, bleibt uns nur eine Option. Aber auch wenn wir siegen, würde eine Beschwörung der nächsten folgen. Das zehrt heftig an den Kräften der Gefangenen. In dem Fall sollten wir uns wohl aufteilen. Urianger, Krile, Ishtola und meine Wenigkeit sind erfahrene Heiler. Zu viert können wir den Gefangenen Kraft spenden, wenn sie die Beschwörungen durchführen müssen. Der Rest nimmt sich der Suche nach dem Kern an. Natürlich erschwert es den Kampf, wenn wir unsere Kräfte so aufteilen. Aber die Leben der Akasodara ist dieses Risiko mehr als wert. Ganz genau. Ihr braucht schließlich einen Heiler an eurer Seite, sollte es zu einem Kampf mit einem Primai kommen. Da hat er recht. Und keine Angst, ich bin mit den Künsten des Weisen inzwischen bestens vertraut. Wie das, ohne gekämpft zu haben. Den nötigen Schutz bieten können. Damit wäre alles geklärt. Ich werde mit Razzatan in Kontakt treten und sie über unser Vorhaben informieren. Treffen wir uns vor Ort, sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Der Stützpunkt des Himmelsheers, nahe der Hamsa-Weide, bietet einen guten Ausblick auf den Turm. Sehr gut. Dann soll dies unser Treffpunkt sein. Zögert nicht, den Ätheriten der Konfluenz zu nutzen. Es mag nicht das angenehmste Reisemittel sein, aber mit keinem seid ihr schneller. Wir haben eben wirklich die Verbindung Server. Jetzt habe ich die Liste von 6900 alt. Ja, das wird so auch, glaube ich, nicht besser werden jetzt. Ich glaube, wenn man sich dann direkt ja wieder einloggt, sobald man fertig ist, kommt man auf seinen alten Platz. Wenn du aber, glaube ich, eine gewisse Zeit weg bist, dann verlierst du den Platz, glaube ich, wieder. Schätze ich mal. Weil vorhin bin ich auch einmal rausgeflogen und als ich zurückkam, war ich sogar weiter als vorher. Möglicherweise. Ja, ich, weiß ich. Vor allem dachte ich halt vorhin echt, ich hätte halt so mega Pech, weil ich dann halt wieder rausgeflogen bin. Als ich dann aber reingekommen bin, ich glaube vorher war ich bei 585 und danach 522, glaube ich. Also ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen Glück. Das hätte ich mitbekommen. Ah. Lauf Leute hinter mir her.
Die Nacht ist noch sehr jung, ja. Weil ich dann Hunger habe. Ich hoffe nur, dass mein Essbett fertig ist. Nee, bisher hat sie noch keine Ini, aber ich befürchte, dass sie jetzt gleich kommt. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Hallo Walrus. Ich nenne dich jetzt einfach mal Walrus. Walras heißt der, glaube ich. Walras. Walras? Alter, Walter! Nee, hier muss ich doch gar nicht hin. Hier muss ich doch dahin. Hier. Da muss ich hin. Also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gleich eine kommt. Wissen tue ich es aber nicht. Das war alles so Story. Die hat ein Schaf. Er hat ein Schaf. Ah, unsere eoseischen Freunde. Ich habe dich bereits erwartet. Man berichtet mir, dass du und deine Gefährten den Turm erstürmen wollt. Die Seelenwächter sollten auch in Kürze geliefert werden. Ich schlage vor, du wartest so lange am Boot, das wir für unsere Überfahrt bereitgestellt haben. Sobald deine Kameraden eintreffen, werde ich ihnen ebenfalls den Weg zum Boot weisen. Mögen die Götter euch heute Beistand leisten. Wuhu, Inni. Denke ich mal. Sturm auf dem Turm. Klingt nach Instanz. Klingt hart nach Instanz. Da irgendwo. Sieht so aus, ja. Bin aufgeregt! Du sollst ja nicht lange warten, ich hoffe. Oh, wenn das die Zukunft des Reisens sein soll, dann kann ich gut darauf verzichten. Du sagst es, es könnte etwas unangenehm werden, weil die Untertreibung des Jahrhunderts. Das Ganze erklärt auch unsere leichte Verspätung. Aber jetzt haben wir es hierher geschafft und sind mehr oder minder bereit für den Kampf. Oh Gott. Ja. Ja, ich glaube eh nie. Ja. Freunde, bitte erlaubt mir den Dank des Magistrats. Ja, ganz... Tavnias war es, glaube ich. Der Will zum Ausdruck zu bringen, dass ihr diese schwierige Mission angenommen habt. Ah, du musst... Dann habe ich recht. Ja, so ist es. Und ich wäre dankbar, wenn wir es dabei beließen, um die Soldaten hier nicht unnötig zu verwirren. Ja, natürlich. Bitte richte dein Magistrat aus, dass wir ihm dankbar für die Seelenwächter sind, ohne die diese Mission gar nicht erst möglich wäre. Sein Vertrauen in uns ist eine große Ehre. Hier, das sind die versprochenen Talismane. Einer für jeden von euch. Ich dachte immer, es heißt Talismänner, aber ich werde, glaube ich, gerade als Besseren belehrt. Besten Dank, damit sollten wir den gleichen Schutz genießen wie jene mit der Gnade des Lichts. Das sollte nicht nur für den Angriff auf den Turm gelten, sondern für zukünftige Missionen ebenfalls. Damit können wir endlich auch im Kampf gegen die Primae mitmischen. Ja, mit Primae kommen wir leider klar. Auch mal ein bisschen angeben. Unsere Kriegerin das Licht, wie sie lebt und lebt. Aber keine Sorge, wir werden deine Kampfkraft auch in Zukunft noch brauchen. Nun werden wir fortan etwas Last von deinen Schultern nehmen können. Ja, endlich mal. Kann ich ja mal in Urlaub fahren und ihr könnt mal den Kack machen. Gut, wenn wir dann alle bereit wären, sollten wir noch einmal unseren Plan durchgehen. Wie in Annex besprochen, werden wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Die Speerspitze unseres Angriffs bilden Eldaria und ihre Gruppe. Ihr Ziel ist es, die Verteidigung des Turms auszuschalten und bis zu seinem Kern vorzudringen. Der Rest von uns muss sich um die Gefangenen des Turms kümmern, damit sie nicht durch wiederholte primäre Beschwörung dem Erschöpfungstod anheimfallen.
Wir müssen damit rechnen, dass es sich bei den so beschworenen Primae um die alten Götter Tavnias handelt. Es ist unmöglich, vorauszusagen, was uns erwartet. Daher sollten wir die allergrößte Vorsicht walten lassen. Wir sind bereit, wenn du es bist. Wir werden es schaffen für die Bewohner des Tavniers und der gesamten Welt. Oh, warum bin ich jetzt schon wieder nervös? Ja, erst Eni. Diesmal keine Schweine Ahnung. Außer die, die schon drin waren. Puh. Ja, gut. Ne? Ja. Geilo, ja. Durchschnitt 19 Minuten. Können Sie ja nur um Stunde nennen. 22 Minuten. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Naja, stehen wir hier halt. Oh, okay. Hab ich auch kein Problem mit. Okay, also wir können uns auf jeden Fall auf eine Wartezeit gefasst. Habe ich in der Zeit irgendwas anderes, was ich machen kann? Das da hinten auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, mal mein Kommando rein. Ah, habe ich schon! Und WB Hybrid! Sind da genug gelbe Quester? Ja! Ja! Ach ja, na gut. Die muss ich wenigstens nicht vorlesen. Ja, hier sind keine noch. Gibt es da auch normale 80er? Ja. Da kann ich nämlich mit meinem Tänzer weitermachen. Aber dem, ich nehme die gelben Quests halt ab. Auch okay. Lacha! Schön für dich, Hybrid. Boah, ich geg's. Kann halt nicht jeder Tank spielen. Ich bin aber trotzdem drin. Gut, dass ich kein Tank spiele und auch kein Heiler. Bin gespannt. Das packt aber auch. Hi. Woher kenne ich die Musik? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt mir irgendwie so verdammt bekannt vor.
Musik irgendwo her? Kann ich aber einmal leiser machen. Zumindest für mich. Doch, war einfach sehr laut. Suchti, hallo zurück. Ja, natürlich, Suchti. Was erwartest du? Da hat man lange drauf gewartet. Syret, wie geht's dir? Hast du auch schon gespielt? Bist du auch schon in Endwalker unterwegs? Bah! Die ganze Zeit dabei. Ja, sehr geil. Ja, ich auch seit heute Morgen. Heute Morgen die Sekunden gezählt. Ja. Ja, wir auch. Wir auch. Ich glaube, mein Essen kommt jetzt. Erwähnen Sie es jetzt und nicht gleich beim Boss. Mein Engelchen. Und ich höre ein Wauzi. Hä? Sieht das gut aus. Glühwein. Dann kannst du den einen und gleich einmal wieder mitnehmen. Danke, mein Schwert. Ich bin in der ersten Inni drin. Die allererste. Hey, oder? Hallo. Oh, sie. Hallo alle anderen! Hallo Frosches! Hallo! Schatz, mach mir den Scheibenwischer! Oh, danke, mein Engel! Liebe dich! Ich weiß! Ich komm, in meiner nächsten Pause komme ich wieder hoch! Oh nein! Hey! Was soll das denn heißen? Ich freue mich! Ja! Ich hoffe für dich. Ich liebe dich. Inni und Küssing geben. Ich hab's drauf. So, gut. Wie packe ich mir das jetzt alles zurecht? Scheiße. So, warte, Essen muss ganz kurz warten. So. Alter. Nein, wir kämpfen gegen Rook. Wie geil. Ah, Rook, dich kenne ich aus FF10. Und in irgendwas anderes kommt es, glaube ich, auch noch dran vor. Da! Ich hasse es. Hey, hast du mein Leben? Komm noch nicht mehr klar. Nein! Stimmt, Hybrid, das habe ich vergessen. Den muss ich. Erinnere mich gleich mal dran, wenn ich in die nächste Pause gehe. Erinnere mich dann nochmal dran. Ich habe das heute Morgen völlig vergessen. Ich war heute Morgen so im Endwalker-Hype, das habe ich total vergessen. Gott, der. Alter, dieser Fisch riecht so geil, ne? Komm, da ist eine Zitrone drauf. Liebe Fisch mit Zitrone. Ey, spoilere ich mich gerade. Was? Syret! Du darfst dich nicht spoilern! Eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich dürfte niemand von euch gerade hier drauf scheiße. Nein! Leck mich, okay, ich war zu spät. Kacke. Ah, I had my life. Ja, passiert. Das erste Mal, dass ich drin war. Nee. Willst du uns los? Nein, um Gottes Willen! Ich will nur nicht, dass ihr euch selber spoilert. Es sei denn, ihr wollt das. Ich freue mich, wenn ihr da seid. Wo ist das nicht?
Die wurde vom Server geschmissen. Boah. Alter. Ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Nein. Autsch. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Das war dumm. Wir brechen gerade zusammen. Dann sind die gerade alle rausgefliegen. Dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis wir rausfliegen. Schätze ich mal. Nee, es würde zumindest bedeuten. Dass ich in Ruhe essen kann, aber trotzdem kacke. Irgendwie einfach wieder einloggen. Ach so, ich ist ja schon. Ach, Scheiße! So, und jetzt komme ich! Ich bin noch drin! Ich glaube, darauf würfel ich. Ich komme jetzt nicht mehr zum Loggen auf, Leute. Es tut mir so leid. Nee, ich passe. Ich passe auf beides. Wenn ich nicht Bedarf machen kann, passe ich. Ja, ich fliege auch noch. Ich fliege auch noch. Keine Angst. Wir hatten das Thema vorhin erst. Ich fliege auch noch raus. Mein Glück, wie gesagt, wäre es, ich könnte dann in Ruhe essen. Und ganz so böse wäre ich da nicht drum. Ich habe damit gerechnet und nehme es sportlich. Die Uni ist aber mega cool. Oh, die liebe mein Baden. Ich liebe ihn! Nee, das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir auf. Oder? Nee, hebe ich mir doch nicht auf. Vielleicht gibt's die Randale. Oh je. Yeah. Wieder nicht. Oh, überall die Elefantenmenschen. Elefantenwesen, ja. Oh ja, brauchen wir, ne? Ich habe eher das Gefühl, ich bin hier im Magen von irgendeinem Tier. So wirkt das zumindest. Ach, wie weit. Oh, heiß. Aber lecker. Heiß, aber lecker. Heiß, heiß, Baby. Wir sind ja auch die meisten wieder online, die letzten Monate nicht gespielt haben, ja. In der Gilde, glaube ich, auch. Da haben, glaube ich, auch einige die letzten Male nicht gespielt. Und... Oh, jetzt kommt Duke. Auch aus der 15. Sehen nur anders aus. Wobei in FF10 waren sie ja eher so Insektenwesen und nicht
Das hier. Ich glaube, es gibt hier einmal ein Blumendesign und es gibt hier einmal ein Insektendesign. Warte mal, wir hatten jetzt Mook, Duke, nee, Rook, Duke und dann fehlt, glaube ich, nur noch Mook. Rook? Weiß nicht. Muss ich da rein? Nee, ich hoffe mal nicht. Lecco mio, Asche Blanco. Gut, ich hab's nicht allein falsch gemacht. Ich war zu langsam. Akku. Akku. Wobei ich sagen muss, das herkriege ich eigentlich ganz gut. Ei! Was habe ich gesagt? Ich bin ja ganz gut hin. Ich nehme es zurück. Man jetzt? Ja, ich glaube. Nein. Okay. Der ist etwas tricky. Zum Sternbeim Astro angeschaut. Nö. Den Astro habe ich allerdings auch bisher noch nicht gespielt. Ich habe ihn zwar, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Noch kann ich mich bewegen. Ich verstehe bis jetzt noch nicht, was ich wann, wie, wo machen soll. Nein! Oh! Ich hätte nein. Ich bin zu langsam bei der Stelle. Ich bin einfach zu langsam. Oh Gott sei Dank. Aber kurz abbeißen hier. Hunger. Kriege ich auch mal was für ein Baden? Irgendwann mal? Passen. Passen. Der Boss hat von hinten eben los wie Weihnachten. So ein bisschen, ja. Ich finde halt geil, dass sie eine, oder dass sie jetzt aus den Final Fantasy Teilen eine meiner Lieblingsbeschwörungen mit reingenommen haben. Also von den, ne, die eigentlich Beschwörungen wären. Verruf, Muk und Duke finde ich halt mega cool. Nicht passen. Ja, soll ich wieder mit meinen Dingen zumüllen? Ich passe immer. Braucht man das doch gar nicht. Oder kriege ich den dann trotzdem? Ja. Ich habe aber nicht so viel Platz im Inventar. Ich passe immer. Ja, man kann gewisse Sachen. Oder alles? Weiß es nicht. Manche ist auf jeden Fall bei den staatlichen Gesellschaften abgeben. Das glaube ich bisher nur einmal gemacht. Oder zweimal? Weiß nicht. Oder zweimal. Da ich aber meistens vergesse und mich damit zumülle,
und es noch nicht verkaufen kann. Versuch mal. Es sah nicht so gut aus. Hab ich bei dem Zauber-Ding da gerade gar nicht geguckt. Das lohnt sich. Echt? Naja, ich bin ja noch öfters in Innis. Ich räume einfach mal den Retter mal auf. Dann kann ich das auch mal mitnehmen. Nimm doch nicht alles mit, Junge. Für 20.000 Startseller kannst du dir jetzt Kisten kaufen. Und was habe ich von den Kisten? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ich weiß gar nicht. Ein Zufalls Begleiter oder Mount Force von Aya und Stormblood. Okay, gut. Das ist geil. Das ist geil. Okay, dann, da lohnt sich das dann halt wirklich. Ich habe hier noch genug in meinem Lager. So neu. Ah, okay, gut. Ich habe genug in meinem Lager, was weg kann. Kann ich alles abgeben. Brauch nur Essen erstmal. Sesselmount bekommen, dadurch ein Geschenk. Sesselmount ist geil. Ja, mal gucken. Wir sind ja oft genug noch in Innis. Wir laufen uns nicht weg. Dann gehe ich einfach irgendwann mal sammeln. Gehe ich einfach mal sammeln und dann passt das. Wobei ich sogar ganz viele Staatsteile, glaube ich, noch habe. Oder habe ich die für Prismen ausgegeben? Weiß ich gerade gar nicht. Kann auch sein, dass ich sie für Projektionsprismen ausgegeben habe. Weil dann war ich blöd. Aber die Zitrone zerdrückt. Ohne mich anzuspritzen, bitte. Na, Bossi. Also wir gelernt sein. Paragraph von Zucht. Meine Warteliste Nummer wird nicht kleiner. Das tut mir leid. Juhu, es ist Mook. Hallo Mook. Man sollte vielleicht nicht unbedingt in den Ecken stehen wahrscheinlich, ne? Geh mal von aus. Oder? Oh nein. Oh, ich kenn's. Ja, die Schwester, ich weiß. Leco mio. Alter, Leute. Tot. Wer da bei meinem Ding stehen bleiben soll. Leco. Möge bei vielen das Internet ausfallen. Ey! Die sind fies, ne? Die sind echt fies. Wir gehen jetzt mal auf den da. Ich würde ja sagen, ich richte mich nach den anderen. Ich glaube, wir sind alle das erste Mal hier dran. Ah, ich kenne das noch aus den anderen Teilen.
ja scheiße, dass die immer zusammengreifen. Lauf dahin. Juhu, Nummer uno. Nope. Weg ist es. Wir leben dich wieder, ha? Huh? Müssen wir dann ja nur noch herausfinden, wie wir es wiederbelebt. Hallo? Nope. Autsch. Ist ja die Frage, wen greift man als erstes an von denen? Dann, was er da heißt. Vielleicht. So. Ich meine, er ist den einen. Nee, sie kommt trotzdem wieder. Oh, Scheiße, deswegen. Ja, ja. Und jetzt rüber. Das ist vielleicht nicht unbedingt klug, wenn er da auf einem Platz steht. Frage, bleibt der eine jetzt tot? Ich hoffe es einfach mal. Juhu! Okay, der Kampf war geil. Der Kampf war geil. Richtig geil. Erinnert mich aber halt auch echt an früher. Wie ich oft spiele. Kriege ich zwar nicht, aber ist mir Wumpe.
Krieg ich zwar nicht, aber ist mir Wumpe. Das ist gerade eine sehr große Qual. Oh. Seid ihr alle draußen? Oder ist einer von euch jetzt schon wieder drin? Ah, jetzt bin ich auch rausgeflogen. Seht ihr Gerechtigkeit? Hey, aber die Inni durfte ich noch beenden. Die Inni durfte ich noch beenden. Das ist gut. Ich hab's gesagt. Du, ich wollte sogar rausfliegen. Dann kann ich wenigstens essen. Dann kann ich wenigstens in aller Seelenruhe essen. Der ist schon kalt. Na, halb kalt. Oh, endlich. Essen. Tada! Egal.